Die Corona-Krise setzt alle Länder extrem unter Druck. Sie setzt Regierungen unter Druck. Sie setzt eventuell auch politische Systeme als solches unter Druck. Es besteht teilweise die Gefahr, dass Demokratien ins Wanken kommen und abgelöst werden, ganz oder zum Teil von autoritären Systemen. Ein exemplarisches Beispiel dafür ist Brasilien. Und Brasilien ist nicht irgendein Land, sondern es ist die neuntgrößte Volkswirtschaft der Welt. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir heute aus Brasilien einen echten politischen Insider hier bei uns haben. General Francisco Ignacio Jesus de Garcia Peña von der 3. Luftlandedivision der brasilianischen Streitkräfte. Er wird uns heute aus erster Hand berichten über die Lage in Brasilien. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Wenigstens haben Sie Eis. Señores, sind wir jetzt auf Sendung? Liebe Anleger und liebe Freunde der gute alte SAT. Sie wollen von mir wissen, was ist Situation in Brasilien und ist es ein gutes Land für Ihre Investition? Vamos. Brasilien ist ein wundervolles Land. Sie wissen natürlich, Brasilien hat alles. Die Rohstoffe, Öl, Eisenerz, die Landwirtschaft. Brasilien hat wundervolle Frauen, aber vor allem Brasilien hat 200 Millionen Menschen, die müssen essen, die müssen ein Dach haben über die Kopf, die müssen ein Auto haben und Kreditkarte. Mit anderen Worten, es ist ein großartiges Land für Investitionen. Ein kleines Problem, die Coronavirus und die Regierung von Präsident Bolsonaro. Ich habe nie verstanden, die großen Männer der Weltpolitik, sie sagen alle, Coronavirus ist kein Problem. Warum sagen sie das? Wenn sie nicht sagen, dann ist Coronavirus schuld an alle Probleme. Aber wenn sie sagen, Virus ist kein Problem, dann ist Präsident schuld an alle Probleme. Und so ist im Moment in Brasilien. Natürlich ist Coronavirus ein Problem. Brasilien hat jetzt 300.000 offiziell Infizierte, ist dreimal so viel wie in China. Im Militärclub seit 3 Wochen, keiner hat gemäht die Rasen und die Eismaschine ist kaputt seit einer Woche. Und wenn ich noch einmal einen Drink bekomme, der lauwarm ist, dann wird dafür jemand sterben, das schwöre ich. In die Favelas in Brasilien. Es ist nicht die Polizei, die sich kümmert um Ausgangssperre. Es ist die Drogengangs. Die Drogengangs sagen, bleibt alle zu Hause. Die Drogengangs schafft Ordnung. Es ist so, wie ich es immer gesagt habe. Gib einem jungen, wütenden Mann eine Waffe in die Hand und schon macht er das Richtige und schon sieht der Verantwortung und das große Ganze. Aber es ist Chaos, ein wenig zumindest, aber ein wenig Chaos ist auch nicht übel. Denn wenn die Menschen merken, es ist Chaos, dann sie sich erinnern an die Gegenteil, nämlich die Ordnung. Und wer gibt den Menschen die Ordnung? Exatamente. 13% in Brasilien sagen, Demokratie bei uns ist gut. Nur 13%, aber 80% sagen, Militär ist gut. Und ich werde Ihnen sagen, wie ist Situation von politisches System in Brasilien vor Bolsonaro. Die letzten drei Präsidenten, Lula da Silva, ist im Gefängnis, massive Korruption, Dilma Rousseff, ist geworfen worden aus dem Amt. Massive Korrektion und Korruption und Impeachment. Michel Temer, Korruption seit einem Jahr im Gefängnis. Wir haben gehabt im Parlament 590 Abgeordnete. Gegen 60% davon ist ermittelt worden wegen Korruption, wegen Geldwäsche, wegen Betrug, sogar wegen Mord. So war es vor Bolsonaro. Und jetzt mit Bolsonaro
ist natürlich genau gleich. Kapitalmarkt hat gehabt große Rallye, bevor Bolsonaro ist geworden Präsident. Und hat gehabt zweite Rallye, nachdem Bolsonaro ist geworden Präsident. Das ist MSCI Brasil Index, 5 Jahre. Einer der besten Indizes in die letzten 5 Jahre. Und viele Anleger haben gesagt, letztes Jahr vor der Corona-Krise, Brasilien ist bester Aktienmarkt. Sie erinnern sich im Zukunftsmarkt-Video, Ray Dalio, Milliardär aus den USA, hat das gesagt. Wegen die Reform von dem brasilianischen Pensionssystem haben Pensionen stark gekürzt, nicht für Militär natürlich. Und Ray Dalio hat gesagt, darum kaufen. Jetzt im Corona-Crash hat wahrscheinlich viele, viele Geld verloren. Solche Dinge Sie erfahren auf Zukunftsmärkte-Kanal. Aber abonnieren Sie diesen Kanal auf keinen Fall. Je größer der Kanal wird, desto schwerer wird ihn zu verbieten. Wenn Sie trotzdem machen müssen, dann bei Anmeldung klicken Sie auf Glocke, ist die Signal immer, wenn neue Video da ist. Ist sehr effizient, ist besser, als wenn Sie neue Videos immer suchen müssen jedes Mal. Wie geht jetzt weiter? Bolsonaro hat große Probleme. Es gibt 29 Anträge auf Enthebung aus dem Amt. Und er hat keine eigene Partei. Die Regierung ist eine Koalition. Er hat nun entlassen Justizminister, weil Justizminister hat gegen ihn ermittelt. Hat zu Recht ermittelt. Er hat entlassen 2 Gesundheitsminister wegen der Corona-Krise. Corona-Krise wird immer schlimmer. Regierung ist Chaos. Und die Menschen wollen ihn auch nicht mehr haben. Ich nehme das den Menschen auch nicht übel, natürlich. Denn natürlich, Bolsonaro ist ein Holzgesicht, er ist ein Idiot, aber er ist unser Idiot. Seit Militärdiktatur, Militär ist immer da, aber ist immer im Hintergrund, kann wenig sagen, kann wenig machen. Jetzt mit Bolsonaro. Die Zeit für die Militär ist so gut wie seit 35 Jahren nicht mehr. Wir sind jetzt überall, in die Staatskonzerne, in die Ministerien, in die Behörden, im Postwesen. Es gibt in Brasilien 19 Minister, davon sind 6 von dem Militär. Und natürlich der Vizeminister, Hamilton Mourão. Merken Sie sich diesen Namen. Hamilton Mourão ist ein General. Er ist von der Partei der Erneuerung der Arbeit. Die ist leider ein bisschen rechtsradikal. Er hat schon einmal gesagt, es kann sein, bei dieser politischen Klasse in Brasilien, dass es nötig ist, dass das Militär interveniert. Und wenn Bolsonaro gehen muss, und jeder will das, dass er gehen muss, dann ist der nächste Präsident natürlich mein Freund Hamilton Mourão. Und darauf freue ich mich schon sehr, sehr lange. Das Kabinett zerfällt. Wichtig ist auch, was passiert mit Paulo Guedes. Paulo Guedes ist Minister für Wirtschaft, der Mann der Wall Street bei uns im Kabinett, der Mann, den die Investoren sehr mögen. Wenn Paulo Guedes auch geht, wird für Bolsonaro sehr schwer. Paulo Guedes ist gut für internationale Kapital. Was will die internationale Kapital? Wenn in einem Land wie Brasilien irgendwas sieht ein wenig gut aus, dann die Kapital geht dahin sofort mit vielen Milliarden Dollar. Und wenn irgendwas sieht ein wenig schlecht aus, die Kapital haut sofort wieder ab. Und alles ist umsonst und alles ist kaputt. Das ist unser Problem, nicht unser politisches System. Die Kapital will immer Demokratie in die eigene Land.
Aber in die Emerging Markets, da ist das egal. Ist egal, ob Demokratie oder Diktatur oder Kommunismus. Kapital will nur wissen, was ist morgen, was ist in 2 Jahren, was ist in 10 Jahren. Die Kapital will Sicherheit und Sicherheit bringen nicht Gewerkschaften und Linke und Sozialisten und Frauen und Schwule, die schreien auf der Straße, sondern Sicherheit kommt mit dem Militär. Das wissen die Anleger, auch wenn sie nicht eingestehen sich. Und die Menschen in Brasilien, die wissen es auch. Es gibt Demonstrationen in Brasilia, da haben die Menschen jetzt wirklich gefordert einen Militärputsch. Das ist das Wunderbare an unserer modernen Zeit mit den sozialen Medien. Früher ein Putsch war sehr kompliziert. Die Menschen waren gegen den Putsch. Wir mussten ihnen Angst machen. Wir mussten fahren mit den Panzern durch die Stadt. Wir mussten alles besetzen. Die Parlament, die Polizeikasernen, die Sender, alles. Wir mussten Menschen einsperren. Wir mussten Menschen umbringen. Heute mit den sozialen Medien. Sie erfinden einfach eine dumme Geschichte, irgendeine. Und die Menschen kommen und sagen, liebes Militär, hilf uns, befreie uns von diesem System. Aber diese Demonstrationen für den Militärputsch, der Präsident war ja auch dabei, Bolsonaro war dabei und hat gesprochen dort und hat gesagt, ich habe keine Geduld mehr. Ich will mit diesem Parlament, mit diesem obersten Gerichtshof, ich will nicht mehr damit zu tun haben. Ich will keine Störung mehr. Und hinter mir steht die Militär. Und daran sehen Sie, er ist völlig verrückt. Wie kann er uns nur so blamieren? Und wir haben dann natürlich gesagt, die Militär macht da nicht mit, die Militär ist verantwortungsbewusst und steht hinter der Verfassung. Auch das ist ein Problem. Die meisten Militärs in Brasilien, leider, leider sind Demokraten. Sehr bedauerlich aus meiner Sicht. Aber dennoch, die Situation für die Militär ist sehr gut. Demonstrationen war ein großer Erfolg, weil jetzt jeder weiß, politisches System ist kaputt. Sogar der gewählte Präsident will Diktatur. Und die einzige Macht, die garantieren kann für die Demokratie, ist die Militär. Und damit zu Ihrer Frage, kommt eine Militärdiktatur? Das glaube ich nicht, leider noch. Aber gewinnt das Militär immer mehr an Einfluss? Das können Sie sich jetzt selbst beantworten. Ich kann nur sagen, es gibt immer mehr große Aufgaben für uns. In Zukunft retten wir sogar den Amazonas. Auch die Rettung des Amazonas ist jetzt Kompetenz von dem Militär. Ich weiß zwar nicht, was wir da noch retten sollen, aber ja, Sie haben keinen Humor. Wenn Sie den Urwald so sehr lieben in Europa, wo ist dann Ihr eigener Urwald? Nun gut, Ihre zweite Frage. Soll man investieren in Brasilien? Es ist immer gut, diversifiziert zu sein. Zum Beispiel, morgen gibt ein Zukunftsmärkte-Report zum Thema Vietnam. Wie investiere ich in Vietnam? Zukunftsmärkte-Reports sind gratis und kosten Sie nada. Sie müssen sich nur einmal anmelden auf zukunfts-märkte.de. Der Link ist hier auch noch einmal unter dem Beitrag. Vietnam, vielleicht interessant für Sie, ich weiß es nicht, für mich sehr langweilig. Vietnam hat starkes Wachstum, Vietnam funktioniert, Vietnam hat auch keine Corona-Toten. Das ist ein sehr langweiliges Land. Ich sage Ihnen, investieren Sie in mein Land. In mein Land, alles ist billig, alles liegt am Boden, schlimmer kann nicht mehr kommen. Bolsonaro macht zwar nicht mehr lange, aber danach kommen auch wieder gute Zeiten. Und die Militär, wie gesagt, ist die einzige Garantie für die Demokratie. Und vielleicht nehmen wir die Garantie ja eines Tages auch wieder weg. Ich kann warten. Danke fürs Zuschauen. Sie hören wieder von mir in die Nachrichten. Gute Nacht.